Ich grüße euch, willkommen bei Phalanx Streams. Ich bin der Tulsa und wir spielen wieder eine Runde Hogwarts Legacy. Diesmal habe ich mir meine Nebenquest ausgesucht, weil ich die Hauptquest ganz cool fand. Das war die mit den Drachen, also mit dem Drachen im unerlaubten Wildererzelt. Und das Ei, was wir da bekommen haben, das muss jetzt weiterverarbeitet werden. Beziehungsweise. Irgendwas mitgemacht werden und dafür ist die Poppy jetzt hier und da reden wir mal mit ihr. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Na, Sishi. Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Tja. Da gehe ich mal auch von aus. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Ja, nur. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Ganz easy. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Ja, wäre sonst zu easy, ne? Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Revelio. Ja, aber er muss erstmal hier die 57 Goldtaler geholt werden, ne? Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut, anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Hui. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Revelio. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Excalibur! Confringo! Depende!
Revelio. Da ist sie wieder. Fantastisch. Aus der Entfernung. Ja, Hauptsache sie sieht uns nicht, ne? Wie wir die ganze Brücke reparieren. Aber, man sagt ja, Drachen sind intelligent, vielleicht erkennt sie uns auch wieder. Dass wir sie quasi befreit haben. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Oh. Hybriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Das widerlegt dann auch meine Vermutung gerade. Revelio. Vorsichtig. Gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Revelio. Psst, was war das? Lauf, Forrest, lauf! Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Weiter so! Wir müssen nur das Nest erreichen. Ja, das ist uns nicht leicht. Wir wollen dir doch nur helfen. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Diesmal 3 Schüsse. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Warum sind alle Brücken zerstört? Repar. Ja, rate mal. Weil der Drachen die alle zerstört hat. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg.
Tschüss. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Wir könnten wohl kurz Pause machen. Ich wäre dann jederzeit bereit. Rebellion. Ach, du kannst eh nicht fliegen. Ja gut, dann. Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Naja, wir können los. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Okay. Könnte ich so blind sein? Na gut, da gibt's bestimmt noch eine Folge Quest oder was. Da müssen wir noch was drauf warten, ne? Ja, wenn ich schon mal hier bin, verkaufe ich mal schnell ein paar Sachen. Ah, guten Tag. Komm rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Ich war schon lange nicht mehr hier. Gibt es da neue Sachen oder? So kann man vergleichen. Naja. Bisschen halt, ne? Aber. Ah, nichts Besonderes. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ah, da fällt mir noch was ein. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Oh, und den hatte ich auch vergessen. Ein Demigeis ist hier auch. Ja, da kann man aber nur nachts. Ja, lässt er mich denn nachts rein? Muss er ja, sonst könnte ich mir die Eule ja nicht besorgen. Ich bin froh, dass Clementine endlich ihre Schmetterlingsbesessenheit los ist. Ach, man kann direkt weitermachen. Ja gut, dann schauen wir uns das natürlich erstmal an.
Gehen wir in der Folge weiter mit Poppy. Ist sie in Hogwarts oder? Umkreis von Hogwarts zumindest. Poppy, ich komme. Ein Glück, dir geht's gut. Ich warte ja nur auf dich. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber... Sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Okay. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey, Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Ja, mach mal schneller mit dem Plan hier. Ach, na gut. Revelio. Da müssen wir dann wohl noch was warten. Dann machen wir noch eine andere kleine... Oh, ist das klein, aber eine Nebenquest. Zwar, wir haben doppelt Sebastian, einmal in der Hauptquest und einmal in der Nebenquest, weil der darf ja nicht mehr mit seiner Schwester reden, weil sein Onkel da ein bisschen unlogisch in seinem Verhalten war. Schauen wir mal, was der für eine Idee hat. Oder was?
ein Ort wie aus dem Märchen. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Ja gut, der hat schon gesehen, ne? Dass wir dunkle Zauber, verbotene Zauber sprechen, also. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Er ist ja noch mehr ein Heuchler dann. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Wer ein richtig guter schwarzer Magier sein will, der muss auch die verbotene Zauber machen. Was haben wir denn noch? Das können wir vielleicht noch eben machen. Ach nee, das geht glaube ich nicht, ne? Nee, das ist in dem neuen Gebiet. Das geht erst später. Also wenn man hier wirklich alle Quests machen will, hat man auf jeden Fall was zu tun, ne? Also ich werde wahrscheinlich nur die Quests, die mich interessieren, und die Hauptquests machen. Bombarda? Habe ich das nicht schon? Okay. Naja, wenn das die Hauptquest ist, dann werde ich ja wohl jetzt hier hinkommen können. Wäre ja sonst ein bisschen unlogisch, ne? Expelliarmus!
Pompada! Okay, die Tür ist schon offen. Das ist auch übrigens, glaube ich, gar nicht da, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Tja, wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, wo der Weg entlang ging. Ach, hier muss er ja sein. Bin ich ein bisschen neugierig. Kein Damage machen, wenn er übernommen ist. Bisschen mehr Schaden. Der mich angegriffen hatte. Oh, ich dachte, da wäre noch ein Goblin dabei. Was ist mit dem passiert? Direkt noch ein Troll hinterher. Kurz hier.
Ja. Ah, da ist die Poppy. Immer muss ich Wache halten. Deine Kurzi fallen an der Acht. Ja, also die gepanzerte Trolle, die sind schon. Die halten schon was aus, meine ich, ne? Das ist immer diese Fettviecher plus die Kleinen. Das bringt die Koordination komplett durcheinander, irgendwie. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Sieht danach aus, ne? Nur drei. Da sind sie doch. Tada. Oh nee. Wieder war das altbekannte Spiel. Es laggt wieder. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie lang schon. Naja. Wir sind sowieso schon über die 30-Minuten-Grenze. Ich hoffe, es hat jetzt nicht so lang schon geleckt, dass euch der letzte Kampf noch in Normalgeschwindigkeit zu sehen bekamt. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, egal was ihr tut. Ich bin der Tulsa und bei Phalanx Streams und wir sehen uns dann bei der nächsten Kapitel von Hogwarts Legacy. Da gehen wir mal nach Poppy weiterschauen, was die Sachen mit dem Wilderer so von sich geben. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao, ciao.